Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von BLK Regional TV am Freitagabend. Unser gemeinsamer Start in ein schönes Wochenende. Ja, meine Damen und Herren, ich stehe gerade auf dem musikalischen Autoherbst und dem Zeitzer Weinfest im Schlosspark zurzeit. Und ja, bald ist es auch schon wieder soweit, das Zeitzer Zuckerfest. Darum geht es aber heute nicht, sondern wir zeigen Ihnen nachher ein paar Impressionen von dieser Doppelveranstaltung am vergangenen Wochenende in Zeitz. Wir kommen aber zu unserem ersten Beitrag. Die ABC-Schützen sind ja seit einiger Zeit schon wieder unterwegs in die Schule. Ja, und was braucht so ein ABC-Schütze? Natürlich einen Schulranzen. Aber da gibt es Unterschiede. Und wir haben einmal beim Schulranzen-TÜV vorbeigeschaut. Und wir nehmen sie jetzt ganz einfach mal mit. Mit der Einschulung beginnt der Ernst des Lebens. Das kann zuweilen belasten. Das ist an der Salztorschule in Naumburg nicht anders. Damit das Unterrichtsmaterial nicht belastet, führt die AOK jedes Jahr den Schulranzencheck durch. Inhalt des Schulranzenchecks ist ja nach wie vor zu überprüfen, wie das Körpergewicht ist und im Verhältnis natürlich zum Schulranzengewicht. Und diese Relation sollte nicht mehr als 15% betragen. Das heißt, der Ranzen darf maximal eigentlich nur 15% des Körpergewichts betragen. Das macht es zuweilen nicht einfach, wenn gewisse Dinge in die Schule mit müssen und das Kind selbst nicht das Kräftigste ist. Bei diesem Schulranzencheck wurde den Kindern ein wenig Anatomie aufgezeigt. Die Wirbelsäule des Menschen und was die Auswirkungen sein können, wenn man den Stützapparat zu oft überlastet. Das ist das eine. Da geben wir also einen Bogen mit für die Eltern und auch eine Elterninformation zur Erläuterung. Denn es geht ja wirklich um die Rückengesundheit unserer Kinder. Und zum Zweiten auch, was die Ergonomie angeht, sprich die Wirbelsäule, dass also der Schulranzen ergonomisch korrekt in Schulterhöhe angesetzt wird und natürlich auch gut anliegend am Rücken ist des jeweiligen Kindes. Und jeden Tag wiegt der Schulranzen ja anders, also muss er auch jeden Tag neu eingestellt werden, was die Gurte angeht. Und da geben wir Hinweise und stellen das hier auch individuell für jedes Schulkind ein. Und in dem Heft, in der Erläuterung für Eltern steht das auch nochmal drin. Physik macht somit um Grundschüler keinen Bogen, auch wenn das Schulfach erst einige Jahre später gelehrt wird. Hebelwirkungen wirken immer, unabhängig von der Klassenstufe. Das ist ganz einfach von uns gut gemeint im Rahmen der Prävention. Und das passt ja auch rein in unser bundesweites Motto: gesunde Kinder, gesunde Zukunft. Denn Schule soll ja auch Spaß machen. Und auch was zu tragen soll auch Spaß machen und nicht belastend sein. Das ist die Botschaft der AOK, die mit diesem Schulranzencheck schon eine ganze Weile unterwegs ist. Ja, wir sind also seit knapp 20 Jahren sind wir bereits in Sachsen-Anhalt Land auf, Land ab in sehr vielen Schulen und es sind rund 1000 Schulranzen, die wir immer pro Saison, pro Schuljahr checken. Das ist jede Menge in Sachsen-Anhalt und da geben wir uns Mühe, weil das ist unser besonderer Service in Richtung Vorsorgeprävention, den wir dann halt auch leisten wollen. Es ist also ein Dauerthema, was immer wieder auf der Tagesordnung steht. Wenn ein solches Projekt schon so lange läuft, kann eine gewisse Bilanz gezogen werden. Nach einiger Zeit kommen wir in mancher Schule wieder zurück, natürlich in einer anderen ersten Klasse. Und da bekommen wir immer als Tenor, dass immer mehr darauf geachtet wird. Weil darum geht es eigentlich, das Gesundheitsbewusstsein zu stärken, die Bewusstseinsbildung zu intensivieren. Und nicht Schimpfe zu machen, sondern einfach darauf hinzuweisen, dass das auch wichtig ist, im Rahmen des Aufwachsens von Kindern auf die Rückengesundheit zu achten. Und da können wir durchaus dann in den einzelnen Schulen Erfolge erzielen, dass wir das erreicht haben. Denn mehr ist ja auch nicht, ich sag mal, zu erwarten. Die Eltern sind somit angehalten, diese körperlichen Belastungen auf ein möglichst geringes Maß zu begrenzen und es den Kindern leichter zu machen. In der Regel sollte ein Schulranzen eigentlich nicht mehr als 900 Gramm wiegen. Die wiegen meistens so zwischen 700 Gramm und 1200 Gramm Eigengewicht der Ranzen. Neben Unterrichtsmaterialien muss in der Regel auch noch Frühstück und Getränk hinein.
Das Gesamtgewicht übersteigt zu schnell die 3 Kilogramm. Wiegt das Kind nur 20 Kilogramm, ist die empfohlene Grenze überschritten. Es ist eine leichte Tendenz, dass die etwas, ich sag mal, durchschnittlich leichter werden. Weil halt die Schulen auch mehr und auch die Kinder, die Eltern im Elternhaus mehr darauf achten. Das ist unsere Resonanz nach diesen vielen Jahren, in denen wir das schon durchführen, dass auch Schulbücher in der Schule gelassen werden und auch nicht schwere Trinkflaschen oder sogar 2 Trinkflaschen mitgeschleppt werden, auch nicht 2 Mappen, Federmappen oder ähnliches mehr oder nochmal eine Hülle um die Hülle. Das muss alles nicht sein, sondern da ist schon einiges an Erfolg spürbar und das freut uns einfach. Das Gewicht der Ranzen in dieser Klasse war weitestgehend unauffällig. Nur 6 der Ranzen wogen über 15% des Körpergewichtes des Kindes. Bei 2 von diesen, die weit über der Norm lagen, konnte unkompliziert abgespeckt werden. Ganz schön was los hier auf dieser Doppelveranstaltung im Zeitzer Schlosspark. Und wir haben hier natürlich auch interessante Gäste getroffen, nämlich unsere Weinprinzessin Lisa die Erste. Die hat natürlich was mit Wein zu tun, ganz klar, aber sie hat auch was mit dem musikalischen Autoherbst zu tun. Das zeigen wir Ihnen jetzt gleich und danach gibt es wie gewohnt unsere Meldungen kurz und kompakt aus dem Burgenlandkreis. Musikalischer Autoherbst, das ist heute die eine Veranstaltung im Zeitzer Schlosspark, aber auch das 10. Zeitzer Weinfest geht über die Bühne. Bei uns die neue amtierende Weinprinzessin Lisa die Erste vor ihrem Prinzessinnenauto. Lisa, gestern gab es kein Weinfest. Was war denn los? Genau, gestern war leider das Wetter so schlecht, dass wir sagen mussten, wir müssen das Weinfest leider absagen, weil es einfach nur in Strömen geregnet hat und da wären ja die Zuschauer auch nicht gerne hergekommen. Und so ein Weinfest, das ist ja auch dazu da, da muss man ja Spaß haben und Freude haben dran. Und das geht nicht bei strömenden Regen. Heute hat uns der Wettergott erhört. Der Schlosspark ist gut gefüllt. Auch auf deiner Seite beim Weinfest ist schon einiges los. Genau, auch auf meiner Seite vom Schlosspark ist einiges los. Momentan spielen die Steigrauer Musikanten. Nachher kommt noch eine Tanzgruppe, die 5-jähriges Jubiläum hat, die Zeit zur Sternschnuppen. Die Winzer sind gut vertreten, die Leute sind guter Dinge. Ich denke, das ist alles sehr schön für die Leute und das 10. Zeitzer Weinfest bleibt in Erinnerung. Also, und das hier, das ist ein Auto, mit dem du unterwegs bist, ein Opel Adam. Ja, gefällt er dir so? Ist das ein Auto nach deinem Geschmack? Das ist absolut ein Auto nach meinem Geschmack. Also mein Freund bzw. mein Vater, die sagen immer, das ist so mein heimlicher Liebhaber. Und es ist auch wirklich so, ich bin so oft mit ihm unterwegs und es ist einfach ein total schönes Auto, ein super Auto. Ich möchte ihn gar nicht mehr hergeben. Alles klar. Lisa, dann wünschen wir dir noch ein schönes Zeitzer Weinfest und einen musikalischen Autoherbst. Und wenn Sie dieses Auto sehen, meine Damen und Herren, dann winken Sie schön, denn da sitzt sie drin, die Zeitzer Weinprinzessin. In der letzten Woche wurde in Gera groß gefeiert, denn die Orthopädie-Schuhmacher Petters eröffneten ihren neuen Firmensitz in der Berliner Straße. Mit rund 70 Beschäftigten ist das Unternehmen spezialisiert auf orthopädische Maßschuhe. Ja, es ist geschafft. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Tolles Objekt. Wie schwer war es? Ganz schön schwer, wenn auch nicht vom Gewicht her, aber von dem Zeitumfang und die Kraft, die drin steckt, Entscheidungen zu treffen, die hoffentlich richtig sind, die langfristig sind, die uns und unsere Kunden und unsere Mitarbeiter erfreuen. So, und jetzt war heute die Eröffnung. Es war ein Ansturm von Menschen. Toll, ne? Es waren viele Fleißige dabei, die uns tatsächlich mit ihren Taten und ihrer Arbeit unterstützt haben, also die ausführenden Baugewerke. Es waren die Planungsleistungen dabei, die erbracht wurden. Sind die nicht top, kann die Umsetzung nicht top sein? Und es waren viele Freunde und Geschäftspartner, unsere Gäste. Und darüber sind wir sehr froh, dass sie auch weite Wege aus Hannover und so weiter auf sich genommen haben. Ich glaube, dass es uns gelungen ist, die technischen Anforderungen auch mit den ästhetischen Anforderungen unter einen Hut zu bringen. Das, glaube ich, war die Herausforderung und ich glaube, das ist gelungen. Und was ich jetzt gemerkt habe, tolle Mitarbeiter, stolze Mitarbeiter.
Ja, das kann man sagen. Der Beruf an sich mit seiner 3,5-jährigen Ausbildungszeit erfordert viel Enthusiasmus, Durchhaltevermögen. Wir müssen täglich neu kreativ sein für die Sachen, die wir herstellen. Und darüber sind auch sehr dankbar, weil unser Endverbraucher ist ein Mensch wie Sie und ich. Und das macht eigentlich auch sehr viel zufrieden über das, was man da leistet, dass unsere Produkte direkt und unmittelbar gute Dienste leisten. Bereits 1999 erwarben die Eheleute Petters das Grundstück. Doch die Baumaßnahmen begannen erst 2014. In 14 Monaten wurde der Neubau errichtet. Dabei legte man nicht nur Wert auf die Architektur und Inneneinrichtung, besonders auf die technische Ausrüstung wurde Augenmerk gelegt. Videounterstützung bei Ganganalysen sind dabei nur ein Teil. Die Orthopädie-Schuhmacher Petters haben derzeit bundesweit 12 Filialen. Neben Berlin, Leipzig und München gibt es eine Niederlassung unter anderem in der großen Galandstraße in Weißenfels. Was macht eine Stadt aus? Straßen, Gebäude, Plätze? Nein, es sind die Menschen, die eine Stadt ausmachen. Das Leben, das Miteinander, die Vereine. Wir, die Wohnungsverwaltung Weißenfels, unterstützen Vereine, Einrichtungen, aber vor allem die Menschen in unserer Stadt. WVW. Mehr als Wohnen. Willkommen daheim. Unser Slogan ist unser Versprechen. Wir sind ein Puzzlestein in Ihrem Leben und haben das facettenreichste Wohnungs- und Gewerberaumangebot in der Elsterstadt. WBG Zeitz, Ihr kommunaler Partner rund ums Wohnen. 3 Marken. Volkswagen, Audi und Skoda. An 3 Adressen in Weißenfels. Autohaus Kittel, ein verlässlicher und fairer Partner für alle Autofahrer. Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen, Nutzfahrzeugen, Service und Teiledienst. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Autohaus Kittel, mehr als nur ein Autohaus. Eins der Highlights beim musikalischen Autoherbst ist die Vorführung der Polizeihundestaffel. Das war auch dieses Jahr wieder so und hinter mir geht es jetzt gleich los. Wir schauen nochmal, bevor wir auf die Hunde schauen, auf die aktuellen Veranstaltungstipps in den kommenden Tagen. Am Samstag, den 24. September, ist die bekannte Kabarettistin Katrin Weber mit ihrem Programm Nicht zu fassen im Lichthof der Rotkäppchen-Sektgalerei in Freiburg zu Gast. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Mitarbeiter der Archenebra bieten am 25. September großen und kleinen Sammlern ein Forum zum Treffen, Fachsimpeln und Tauschen von Playmobil-Figuren und Zubehör an. Nähere Informationen und Anmeldung erhalten Sie unter Arche Nebra, die Himmelsscheibe erleben, an der Steinklöbe 16 in 06642 Nebra. Telefonisch unter 03 4461 25 52 0 oder unter info@himmelsscheibe-erleben.de. Beginn ist um 11 Uhr.
erleben Sie am 25. September eine geführte Wanderung vom Landesweingut Kloster Pforta entlang der beliebten Lage, Saalhäuser und dem ehemaligen Klostergelände in Schulpforte zum Hausberg der Mönche, dem Pforzenzer Köppelberg. Nach einer kleinen Stärkung mit Weinprobe und Brezel geht es auf den Rückweg. Beginn ist um 10 Uhr. Der Weißenfelser Bauernmarkt stellt eine wichtige Tradition des städtischen Markttreibens dar. Die 44. Auflage des bunten und überregional beliebten Sondermarktes findet am 24. September ab 8 Uhr auf dem Weißenfelser Marktplatz statt. Neben einem reichhaltigen Angebot an Erzeugnissen aus Acker und Flur, aus Kleingärten, Kleintierhaltung und Handwerk werden Sie durch ein abwechslungsreiches Programm auf und abseits der Bühne unterhalten. Möchte ich noch vorstellen, das ist die Ruby, das ist eine deutsche Schäferhündin und sie ist ausgebildete Schutzhündin und Sprengstoffspürhündin. Wir müssen jedes Jahr mit unserem Hund eine Polizeischutzhundprüfung ablegen, um die Einsatzfähigkeit der Diensthunde zu bestätigen oder zu bescheinigen. Und dazu gehört jetzt der Gehorsamsteil, wo der Herr Wilhelm uns einige Ausschnitte zeigt davon. Herr Reinicke, wie alt muss denn ein Hund sein, wenn er in diesen Prozess eingeführt wird, um diesen Lehrgang, nenne ich es jetzt mal, zu absolvieren? Also wir kaufen die Diensthunde frühestens mit einem Jahr auf, weil die müssen ärztlich untersucht werden und das Röntgen der Hüfte ist erst mit einem Jahr möglich, dass die Hüfte alles in Ordnung ist bei den Diensthunden. Jawohl, jetzt kommt die große Auflösung, das Spielzeug. Wir haben jetzt den Unterschied gesehen, sie wurde erst mit Futter motiviert und jetzt mit Spielen. Das sind die zwei Motivationsarten. Welche Hunderassen eignen sich denn am besten dazu? Also wir haben als Rassen vorwiegend den deutschen Schäferhund, dann den belgischen Schäferhund, den Malinois, was wir auch gesehen haben, die gelben. Ja, dann gibt es den RT-Terrier gibt es noch, den Rottweiler ist nicht mehr im Dienst, aber ist auch eine Gebrauchshundrasse. Riesenschnauzer, Dobermann, aber die sind alle nicht mehr im Dienst. Mhm. Also wir haben jetzt bei uns in Halle eigentlich, unser Standort ist in Halle, wir haben deutsche Schäferhunde, belgische Schäferhunde und den holländischen Schäferhund. Der sieht so ein bisschen aus wie der belgische, bloß der ist dunkel gestromt. Halt, bleib stehen! Halt! Halt, bleib stehen, sonst wird es nicht gleich! Also Sie sehen, die Hunde sind alle schusssicher. Interessiert ihn überhaupt nicht, ob er geschossen hat oder nicht. Solange er nicht getroffen hat. Ja. Also ich hatte gestern ein tolles Date. Cool. Übrigens, ob man sich verliebt, entscheidet sich in den ersten 7 Sekunden. Bei mir hat es nur 0,9 gedauert. Sekunden? Nein, Prozent. Von Erleben auf Verlieben in 0,9%. Die attraktive Sonderfinanzierung bei den Audi Gebrauchtwagen Plus Wochen mit einer großen Auswahl an jungen Gebrauchtwagen. Freuen Sie sich außerdem auf unsere Inzahlungnahmeprämie von bis zu 3.500 Euro auf viele Audi-Modelle. Nur vom 16.09. bis 10.10. bei Ihrem Autohaus Kittel in Weißenfels. Auch im Alter schöner wohnen in einem angenehmen Umfeld. Wohnbau Theissen bietet Wohnen mit Ansprache und Geselligkeit in der neuen Begegnungsstätte Pekinger Straße in Zeitz. Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Die neuen Gästewohnungen sind geschmackvoll eingerichtet, auch für Behinderte entsprechend ausgebaut. Wohnbau Theissen, Weißenfelser Straße 6 in Theissen. Rekomöbel. Wir bringen Farbe in Ihr Leben. Der neue Subaru LeVorg kombiniert optimale Funktionalität mit einer atemberaubenden Ästhetik. Durch den Turbomotor mit Direkteinspritzung bietet er eine ideale Balance zwischen Effizienz,
kraftvoller Leistungsentfaltung und niedrigen Emissionswerten. Egal ob im Gelände oder auf der Straße, mit einem Subaru kommen Sie sicher an Ihr Ziel. Sparen Sie mit der Prämie für den Le Morgue 3.000 Euro. Ihr City Autohaus Zeitz in der Donnerliesstraße 17a. Viel los war am musikalischen Autoherbst in Zeitz am vergangenen Wochenende. Viele nutzten die Gelegenheit, einmal bei den 14 Autohändlern vorbeizuschauen und sich über die neuesten Modelle zu informieren. Zum Beispiel auch beim City Autohaus aus Zeitz, dem Fachhändler für Subaru-Fahrzeuge. Dort gab es ein Sondermodell für alle Jäger im Hintergrund zu sehen, auch schön in Jägergrün lackiert. Kommen wir zu unserem nächsten Beitrag. Die Integration von Flüchtlingen in unserem Land ist ein großes Thema. Auch wir haben ja bereits schon darüber berichtet. Die Arbeiterwohlfahrt, kurz AWO, wird sich nun auch in einem Projekt mit dem Thema noch genauer beschäftigen. Und wir schauen einfach mal auf einen Deutschen mit Immigrationshintergrund, nämlich im Eiscafé Habiba in Hohenmölsen. Da lebt schon jemand, der schon relativ lange in Deutschland ist und auch natürlich dazu eine Meinung hat. Und die haben wir uns mal angehört. Das AWO-Projekt So sind wir, so leben wir, hier sind wir zu Hause, möchte das Bild junger Menschen mit Migrationshintergrund in der Öffentlichkeit verbessern. Dazu Projektleiterin Yvonne Berndt. Das machen wir anhand Zuhilfenahme moderner Medien. Wir haben unseren Blog-Eintrag auf unserer Seite, haben auch immer Mitteilungen in der Zeitung, in der Mitteldeutschen Zeitung, wenden uns jetzt auch ans Burgenland TV und bringen dort unseren ersten Fernsehbeitrag dann über unseren Teilnehmer Said Ibrahim, der ja auch in Hohenmölsen sehr bekannt ist. Und gerade über solche Menschen machen wir unsere Beiträge. Das sind kleine Gewerbetreibende oder auch welche, die in Verwaltung angestellt sind. Über die schreiben wir unsere Berichte, also die erzählen uns ihre Lebensläufe, was sie für Geschichten haben, und über diese Dinge schreiben wir dann unseren Bericht und veröffentlichen das auch. Das Eiscafé Habiba auf dem Hohenmölzner Marktplatz ist eine ganz besondere Erfolgsgeschichte. Der gebürtige Ägypter Said Ibrahim betreibt seit ein paar Jahren sein eigenes Eiscafé. Aus 32 verschiedenen Sorten können seine Kunden täglich ihr Lieblingseis wählen. Doch der Weg bis hierher war weit und schwierig. 2001 lernte er seine zukünftige Frau kennen und nachdem er 3 Monate lang durch Deutschland reiste, um die Mentalität und Kultur zu erfahren, reifte der Entschluss, von Ägypten nach Deutschland auszuwandern. Wenn jemand freiwillig nach Deutschland kommt, muss er sich erst einmal bei der Botschaft vorstellen, da muss er erst einmal Krankenkasse abliefern, sämtliche Versicherungen, sämtliche Papiere. Übersetzung, Stempel, Legalisierung von Außenministerium, Stempel holen und auch Geld haben und dann kann er hier nach Deutschland kommen. Die erste Wohnung bezogen Said und seine Frau in Weißenfels. Damals war es so, dass Einwanderer keine finanzielle Unterstützung seitens des Staates erhielten. Man muss selber pflegen, man muss auch Arbeit suchen. Dann bin ich nach Arbeitsamt gegangen, Arbeit gesucht, im Computer unten. Da habe ich die Stelle gefunden bei Wäschelattenbau. Und dort habe ich angefangen, alles Pappe zu sammeln, Folie und Kehren. Und bin ich eine Woche geblieben, aber die eine Woche ist die 10 Jahre geworden. Aus der eine Woche habe ich 10 Jahre gemacht. Nach 10 Jahren kam bei Said Ibrahim dann seine alte Leidenschaft Kochen wieder zum Vorschein und gleichzeitig auch der Wunsch zur Selbstständigkeit. Ich habe in Ägypten schon immer in die Küche gebüsselt, immer gekocht. Das macht zu Fantasie, zum neue Sachen zu entdecken oder zu basteln, auf die Teller so schräg zu machen oder gerade oder mit Soßen zu dekorieren. Dann habe ich gesagt, immer zu meiner Gutste gesagt, komm, wir versuchen das. Und sie hat mich so große Unterstützung bei denen. Und dann haben wir entschieden, dass wir eine kleine orientalische Imbiss machen. Aus dem kleinen, erfolgreichen Imbiss wurde dann bereits nach kurzer Zeit das Eiscafé am Markt. Anfangs kauften sie das Eis von einem Fremdhersteller.
Said Ibrahim unternahm in der Zwischenzeit eine Fernschule, um die Fertigkeiten des Eisherstellens zu erlernen. Mit seinem Diplom übernahm er dann die Eisherstellung in Eigenregie. Da habe ich natürlich richtig gute Produkte geholt, wie Sie gerade sehen, ja. Ich habe es alles selber gemacht. Und ich habe in Zutaten nicht gespart. Und so habe ich einen Namen gemacht. Qualität, Freundlichkeit mit den Leuten und immer lachen und Eis schmeckt. Neben seinem Eiscafé engagiert er sich aber auch ehrenamtlich in seiner Freizeit. So trafen wir ihn in der Volkshochschule in Naumburg. Dort war er einmal der Lehrer und brachte Interessierten in einem kleinen Kurs etwas Arabisch bei. Doch aus welcher Intention heraus? Helfen. Wir müssen auch zusammenhalten. Das ist auch Zusammenhalten, ist es eine große Sache. Wenn wir alles zusammen machen, dann schaffen wir das. Weil diese Asylanten, die müssen auch mal irgendwie in der Reihe kommen oder in Sprache sprechen. Deswegen bin ich hier und dann machen wir etwas Arabisch heute. So kommt der Erfolg bei Said Ibrahim nicht von ungefähr. Ausschlaggebend dabei ist seine Einstellung gegenüber seiner neuen Heimat. Auch seine Einstellung zu der Flüchtlingspolitik ist klar positioniert. Du bleibst in Deutschland von Bess, musst du Deutsch lernen, musst du arbeiten gehen, musst du in die Schule, musst du wie viele Stunden in die Schule servieren. Weil die ganzen Flüchtlinge sind gar nicht schlecht. Es sind so viele Ärzte und Krankenschwestern und das braucht Deutschland. Ja. Wir können nicht sagen, hier, schwarz-weiß, du brauchst das. Deutschland braucht das jetzt. Aber die müssen das dann ran, die Leute nehmen. Nicht einer seit 2 Jahren hier in Deutschland und kann nicht mal Guten Tag sagen. Das funktioniert nicht. Ein arabisches Sprichwort bringt es auf den Punkt. Der Himmel regnet kein Gold oder kein Silber. Das bedeutet, alles man muss selber erwerben. Und für die Flüchtlinge, die müssen Sprache lernen. Die müssen erst einmal Sprache lernen, dass die mit den Menschen sprechen. Sich selber alleine in der Wege machen. Papiere falsch zu machen, wohnen, Familiengründe. Da muss die Sprache erst einmal deutsche Kultur annehmen und dann sprechen. Und nicht immer dran denken, dass die Stadt was macht. Die müssen auch selber was schaffen. Selber etwas schaffen zu wollen, die Sprache lernen und die Kultur in Deutschland anzunehmen. Nur auf diese Art können junge Menschen mit Migrationshintergrund erfolgreich ihren Weg in Deutschland finden. Unsere beliebte Rubrik Wetterplauderei, die gibt's jetzt wieder. Wie war denn das mit dem Wetter? Tja, letztes Wochenende, da hat's dann endlich mal geregnet. War natürlich auch wieder nicht gut. Sofort gab es Beschwerden. Ja, dieser Regen und es plötzlich auch so kalt. Wie wird es denn jetzt am Wochenende? Spannende Frage. Die Antwort, die gibt es wie immer jetzt in unserer Wetterausschau fürs Wochenende für den Burgenlandkreis. Am Samstag scheint nach Nebelauflösung, abgesehen von harmlosen Schleierwolken, häufig die Sonne. Bei schwachem südlichen Wind werden Höchstwerte zwischen 21 und 24 Grad erwartet. In der Nacht zum Sonntag wird es abgesehen von einzelnen hohen Wolkenfeldern klar. Niederschlag wird nicht erwartet. Die Tiefstwerte liegen zwischen 10 und 7 Grad und es weht ein schwacher Wind aus südlicher Richtung. Am Sonntag ist es überwiegend heiter und niederschlagsfrei. Bei schwachem bis mäßigem Wind aus südlicher Richtung steigt die Temperatur auf 22 bis 25 Grad. In der Nacht zum Montag ziehen dichtere Wolkenfelder durch, Regen fällt dabei aber nicht. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 8 Grad. Es weht zudem ein schwacher Wind aus südwestlicher Richtung. Die neue Woche beginnt etwas wechselhaft. Neben wolkigen Abschnitten kann sich auch die Sonne hin und wieder mal durchsetzen. Es ist nur vereinzelt mit etwas Niederschlag zu rechnen. Die Tageshöchstwerte liegen bei 21 Grad. Das war sie schon wieder, unsere Freitagsausgabe von BLK Regional. Wir waren zu Gast auf dem musikalischen Autoherbst in Zeitz und beim 10. Zeitzer Weinfest. Ich habe mich mal reingesetzt in einen der Stars dieser Ausstellung, nämlich den BMW i3. Rein elektrisch fahren wir vielleicht morgen. Ja, und am Dienstag, da sind wir auch schon wieder für Sie da, zur gleichen Zeit, an der gleichen Stelle mit neuen Meldungen.
Bis dahin informieren wir Sie gerne über unsere Homepage auf blk-regional.tv oder bei Facebook. Schauen Sie einfach mal rein, wir würden uns freuen. Machen Sie es jetzt gut, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, genießen Sie es und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.